Und herzlich willkommen zurück zu meinem Test. So, siehst du, können wir gleich mal gucken hier. Ist jetzt eigentlich schon voll? Ja. Gut, kann ich gleich mal gucken hier, wie es gerade zu meiner Anlage geht. Ah, doch, scheint relativ gut zu funktionieren alles. Schon wieder 15. Schon wieder halb fertig. Das ist krank. So, mal gucken, wie die Auslastung jetzt aussieht. Easy. Alles weit im grünen Bereich. Das ist ja völlig unterlastet alles hier. Genau so soll es sein. Cool. Funktioniert doch alles. Genau so soll es sein. Das heißt, mit den 30 Sekunden einstellen war gar nicht so verkehrt. Ist die Anlage schön chillig, arbeitet aber alles bei Zeiten ab. Und damit hat man immer. Also wir haben jetzt schon wieder 15. Wir brauchen gerade mal 30 für die nächste Runde. Und die nächste Runde ist noch Jahre entfernt. Wir haben nicht mal 0,01% oder sowas verbraucht. Also, das ist. Und die Anlage, so wie sie jetzt eingestellt ist, ist ja immer noch. Mehr als schnell genug. Das heißt, wir kümmern uns jetzt wieder um den Tunnel, wobei ich den Dobson doch erstmal, also zum einen unser Inventar ein bisschen ausleeren würde und zum anderen nochmal ein paar Gleise bauen würde. Oder zumindest dafür sorgen würde, dass wir die Sachen, die wir dafür brauchen, im Inventar haben. Weil, ja, uns fehlen ja mindestens 50 oder so. Das heißt, ich hole nochmal ein bisschen Holz. Aber wir bauen erstmal und dann gucken wir mal um die Kurve rum und dann wissen wir nämlich genau, wie viele Gleise uns fehlen und dann können wir immer noch bauen. Von daher. So, wie man gerade gesehen hat, draußen ist wieder Nacht. Ich überlege gerade, wir haben ja jetzt bei dem kleinen Dorf, was wir gebaut haben, hinter dem Haus. Da ist ja jetzt der Bahnsteig, ist ja jetzt unbenutzt. Ob wir vielleicht die Lokengleise bis nach dort verlegen, also quasi bei unserem jetzigen Haus einen Bahnhof haben und dann bei der Base, die wir jetzt bauen, dann auch so einen richtig schönen Bahnhof bauen, wäre doch eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Da müssen wir zwar noch gucken, wo wir da so ein bisschen so einen Aufgang bauen, weil ich meine, der ist überall Wasser. Aber da wird sich was finden, denke ich. Das müssten wir hinbekommen. Ich werde es halt nur bis zum nächsten Mal oder bis wir irgendwann mal dazu kommen, schon wieder milliardenmal vergessen haben. Aber trotzdem finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So. Warum ist hier Wasser? Warum stehe ich jetzt im Wasser? Ich hasse doch Wasser. Leute, was ist so mit eurem hässlichen Wasser hier? Komm mal jetzt mal rüber hier. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Und zwar. Oh, was war das gerade? Ja, 6 Blöcke mindestens.
Sonst wird das hier hässlich. Dann machen wir einfach so ein schönes Totenabzweig-Design. Werdet ihr gleich sehen, was ihr davon habt. So, das waren die ersten drei. Dann muss ich aber noch mal drei runter. So, müsste jetzt ausreichen, um vorne unter dem Teich durchzufahren. Problem ist natürlich, ich sehe jetzt nicht, wie tief der Teich ist. Also der Zuckersand dabei. Weil mit drei Blöcken, eins, zwei, die hier schon ein Problem. Könnte also haarig werden. Könnte also echt haarig werden. Ah, wobei, warte kurz, ich muss. Müsste jetzt natürlich. Woher habe ich das gerade genommen? Das macht doch für mich Sinn. So. Machen wir hier nochmal eine Kerze. Und mal hinten mal richtig zu. Damit die auch später kein Licht durchkommt. Ah, nee, die Atmosphäre passt noch nicht so richtig. Ich glaube, die Fackel muss ein bisschen weiter in die Richtung. So, ja, so ist gut. Ja, so sieht man, dass da hinten ein Tunnel ist, wo es mal lang ging. Hier ist es auch gut dunkel, aber nicht zu dunkel, genau. Aber sieht man, dass da hinten ein Tunnel ist, wo es mal lang ging, aber der ist gesperrt ist und stattdessen hier runter ging. Also wirklich so, wie als wenn da oben eine alte Tunnelanlage ist, ne? Was ja auch der Fall ist. Ist doch geil. Voilà. Geil. So, nur da hinten aufpassen, dass da oben, da dürfte jetzt ein bisschen Zuckersand runterkommen. Das könnte also haarig werden. Oh, da kommt doch schon Zuckersand. Oh, da kommt doch schon Wasser. Aber ich hasse doch Wasser. Ja, hier kommt alles runter. Wie nicht anders zu erwarten war. So.
Nach da. Und ab zurück auf den Strafplatz. Und hier müssen wir wieder eine Cobblestone-Decke einziehen. Ich finde es aber witzig, dass die Sachen hier hochdroppen. Wenn man diesen Bohrer verwendet. Ist wahrscheinlich jetzt die gesamte Länge lang hier, dass die Sachen immer hochdroppen. Ist bei diesem Bohrer mal. Hier ist hier hinten auch. Das ist bei diesem Bohrer bei dem Bohrer immer ganz witzig, dass so manche Blöcke einfach quasi halt eben nach oben droppen. Und dann halt so lange nach oben wandern, bis wir irgendwann zu einer Oberfläche kommen. Das ist schon seltsam. Der Suspekt. So. Ich glaube, wir bauen erstmal oben eine Wand rein. Können wir auch wieder ein bisschen atmen. Das war dann nur nachher dann von oben wieder ein bisschen Sand drauf schütten. Wobei eigentlich doch nicht wirklich. So. Schon ist wieder schön lieblich dunkel. Ja, so ist gut. Wo kommt die Auslöschung her? Achso, ich dachte. Okay. Mal gucken, ob jetzt noch mal Wasser kommt oder nicht. Wahrscheinlich ja. Ja. Der rumliegt, oh mein Gott. So. Schon besser. Wie müssen wir noch? Oh, also Stücke, 80 Blöcke noch. 70 meine ich doch. Und ich bin wieder voll. Krieg mir am Arsch.
Gott, da. Oh, schon wieder leer. Gibt's doch gar nicht. So. Halt. Das. Ah, vielleicht erstmal das. Was für ein Name? Klingt wie einer, der gebannt werden möchte. Ah, hat bereits entdeckt. Aber was war das gerade für eine Lachnummer? So. Easy. Vielleicht doch ein bisschen sehr dunkel. Hier geht's. Jetzt auch wieder sehr dunkel. Und ist auch wieder sehr dunkel. Verdammt. Sehr geil hinten. Dort sieht gut aus. Gut. Oh, der erste Stack ist schon. Ah, nee. Ah, war doch die alten Fackeln. Okay. Lol. Da hat man gerade den Kreuzverkehr gehört. Kreuzfeuer. Höchste, so lange dauert doch die Fahrt gar nicht. Und so viel länger für die Strecke auch gar nicht mehr, schätze ich mal. So, zuallererst wieder da rein. Du da rein. Könnte man zwar bald hier fast noch mehr Bohrer bauen. So lange wie du immer zum Laden brauchen. Erstmal hier. Also, die Tür geht ja gar nicht automatisch auf. So, wir haben jetzt noch nicht mal 300 Gleise. Wir müssen immer noch ein paar Blöcke in die eine Richtung gehen. Ja, ein paar Blöcke, Gleise werden wir wohl noch bauen müssen. Das wird so nicht rollen. Hm.
So, wie sieht es eigentlich aus? Kann ich nicht mal anfangen, ein Rohr zu bauen oder nicht? Wäre das günstig oder nicht? Frage ist, kann ich das Rohr gleich hier ranbauen und dann zur Wand gehen lassen und dann hier an der Wand lang gehen? Oder funktioniert das wieder aus irgendwelchen magischen Gründen nicht, dass er das dann 1 zu 1, also Hälfte, Hälfte aufteilt? Müsste ja trotzdem funktionieren. Ja, ich glaube, ich lasse das Rohr wirklich einfach da oben abzwängen und einfach hier so gerade durchgehen. Kommt es mich hier irgendwo? Ja, da kommt es genau bei der Leiter raus. Ach nee, kommt es nicht. Ja, eben, ich kann es ja gar nicht an der Wand lang gehen lassen, weil dann wird es bei der Leiter rauskommen. Ich muss hier dran vorbeigehen, um an der Leiter vorbeizukommen. Das heißt, dann kommt es irgendwo so rechts aus der Wand raus, was natürlich auch sehr hässlich. Ja, wobei muss ich ja noch hier einfach so ein Loch einschlagen, so wie hier gerade ist. Und das dann optisch designtechnisch verfeinern. Dann. Die Frage ist, wo kommt er denn ungefähr raus? Der müsste ja ein Block über der Tür rauskommen. Das heißt, das müsste der Block sein. Leider komme ich da gar nicht ran. Verflucht. Ja, genau. Müsste der Block sein. Ja, exactly. Exactly. Achso, hier gibt es ja keinen Aufweg mehr, ne? Dann kommst du mal kurz hoch. Draußen lässt mir wieder irgendjemand ein Dildo laufen. Hä? Wieso? Jetzt ist da doch die Leiter. Ach, ich. Oh. Hallo. Ja, das ist ja unfortunately. Du hast meine Orientierung versaut. Du Arsch. Ja, das funktioniert ja gut. Nicht. Das heißt, ich müsste wieder da lang gehen. Das wäre dann ja hier aber eine ganz schöne komische Loop. Oder ich gehe doch hier erstmal ein zur Wand und gehe dann hier an der Wand lang. Dann komme ich da raus und dann gehe ich einfach gerade durch. Also, mal kurz, ich mache mal kurz ein paar Plasteröhrchen. Platten müssen wir noch ein paar haben. So, zwei Röhrchen haben wir auch noch. Alter, was machen die draußen schon wieder? Das ist doch schon wieder irgendwas Unchristliches. Alles. Achso. Was? Aber ich hab Kunststoff. Hä? Achso, das war gerade beim Vierer-Stack. Wow, das ist ja. Kunststoffplatten, aber keine einzigen mehr. Das ist natürlich traurig. Kunststoffplatten. Genau. Einfach von mir einkochen. Dann machen wir mal ein paar. Du da rein. Du da rein. Du da rein. Und du da rein. Ach, das wird so ewig. Klappe zu. So. Oh, schon die Hälfte geschafft. Sehr gut. Oh, schon entladen sie auch wieder. Ja, wobei es ja jetzt auch gerade dunkel ist draußen. Das heißt, jetzt ist wirklich keine Solarenergie mehr. Gut, Solarenergie ist sowieso kaum. Also, ich meine, das ist ja gerade mal 8 von allem.
Guck mal, aber er sagt immer noch 9000 EU. Wo hat er diese 9000 her? Dann ist er jetzt so, wie als wenn er jetzt ein einziges von den Dingern hier erkennen würde. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, der kennt alle 10. Der hat 90k EU. Das ist alles so wahnwitzig. Wer programmiert da so eine Scheiße? Das Witzige ist, wenn ich unten das Ding wegnehme, haben die beiden wieder kein Netzwerk. Hatten wir ja vorhin. Also vor ein paar Folgen, wo ich das ausprobiert hatte. Das ist doch alles so zum Kotzen. Warum kann ich einfach mal alles logisch und einfach sein? Achso, die Öfen, genau. Hier waren wir gerade. Haben wir eigentlich noch so komisches, weißes und verarbeitetes das Zeug da? Nee, ne? Bis wir eigentlich alles immer verarbeitet haben. Nö. Nö. Okay. Oh, das geht aber schnell. Ach, mal kurz zurücklegen und müsste gleich fertig sein. Mache er hinne. Geht doch. So. Perfekt. Okay. So. Dann basteln wir mal ein paar. Halt, mal hier gerade. Basteln wir mal kurz ein paar Rohre. Ja, komm. Ach, 60 reichen erstmal. So. Meine Idee, die ich nämlich jetzt gerade hatte, ist, dass wir einfach hier durchbohren, bauen. Da so. Und dann quasi. Ungefähr so. Voilà. Wie gesagt, das lasse ich an der Stelle erstmal offen. Und dann können wir nämlich hier einmal schön rumgehen. Dann haben wir da unten eine wunderschöne Stelle. Und einen wunderschönen Durchbruch. Ungefähr so. Und jetzt könnte das Rohr einfach hier parallel zum Tunnel gehen. Voilà. Ja, und dann würde jetzt hier genau an der Stelle würde jetzt dann quasi, wenn wir jetzt das Rohr ranmachen, würde immer die Hälfte nach oben gehen und die andere Hälfte in das Rohr reingehen. Und dann die Hälfte, die in das Rohr reingeht, durch den gesamten Tunnel transportiert, irgendwann zur anderen Base kommen. Und dann bauen wir bei der anderen Base einfach nochmal so eine Konstruktion. Und schon, voilà, haben wir da auch Ressourcen. Ist doch geil. Ist doch Oberaffentitten geil. Oder nicht? Das sieht hierbei so echt ganz schön zerklumpt hier aus. Alles ist ja hier gebaut und sowas. Machen wir hier ein bisschen zu. Kannst ja hier keinem antun. Ja, das ist so meine Idee. Geil, oder? Gut,
Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg. Du kannst eigentlich Stein ziehen. So. Na, erstmal Vollpause machen. Gut, von daher, bis dann.